Wie war das gerade, Däumen, Fucke die Fuck oder so? Fucke die Fuck? Bei dem Vogeltyp? Ja. Warte, kriegst du den Namen? Vogel... Vogelflug. 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 Holy crap! Ja, herzlich willkommen wieder zu einem kleinen Private Talking, beziehungsweise primär zu einem Dankvideo an die Jungs von Porkchop Media, die mich in ihrem letzten PPM erwähnt haben. Fettes, fettes Dankeschön dafür, im Ernst. Für die, die nicht wissen, wie das Ganze passiert ist, ich habe bei einem Bilderwettbewerb von Porkchop Media mitgemacht und ein Bild von mir und dem guten Herrn Mauch eingeschickt, der übrigens auch auf YouTube zu finden ist und deswegen eigentlich, weil das Bild ja von uns beiden auch ein wenig zumindest von dem Ruhm abkriegen sollte, zu seinem Kanal geht's. Ding! Genau hier. Ja, ein Bild von mir und dem guten Herrn Mauch eingeschickt habe, wo wir ein Duckface drauf machen. Ich kann das Bild auch mal gerade hier einblenden. Ja, das nennt man Duckface Manlike Style. Und die Pogs fanden das nicht so gut, dass es jetzt gewonnen hätte, aber sie fanden es so amüsant, dass sie es länger gezeigt haben als die anderen Bilder und daraufhin habe ich wiederum dann das Video kommentiert und dadurch sind sie auf meinen Kanal gekommen und haben den dann versehentlich in ihrem PPM erwähnt und mich sogar in der Infobox verlinkt. Wirklich fettes, fettes Dankeschön dafür, finde ich ziemlich cool. Käffchen, Prost! Ja, und ich habe mir gedacht, wenn ich sowieso schon ein Video aufnehme, dann kann ich auch gleich so ein kleines Private Talking draus machen und so auf so ein paar Dinge eingehen, die mir so aufgefallen sind. Was mich nämlich letztens auch sehr amüsiert hat, war das folgende Kommentar, was ich hier einblende, wo, keine Ahnung. Das hat mich auch sehr amüsiert, weil der gute NoDub hat gar nicht irgendwie Werbung für mich gemacht oder so, sondern den habe ich einfach nur versehentlich auf der Silvesterparty kennengelernt, wo ich war, wo ich Silvester gefeiert habe. Und dadurch kennt er meinen Kanal, der hat gar nicht irgendwie Werbung für mich gemacht oder so, wie jetzt, ja, Porkchop Media hat auch nicht in dem Sinne Werbung für mich gemacht, aber sie haben mich halt ein Video von sich erwähnt und deswegen habe ich mich noch sehr über dieses Kommentar amüsiert. Ja, genau, ich habe den NoDub an Silvester kennengelernt, das war auch irgendwie sehr witzig. Ich kann es hier mal gerade für euch nachspielen, wie das ungefähr gewesen sein muss an Silvester. Ja, hallo, ich bin der NoDub. Aber nicht der NoDub, oder? Doch, doch, genau der bin ich. Darf ich dich anfassen? Ja gut, es wird wohl nicht genau so gewesen sein, aber zumindest wohl irgendwie so ähnlich. Grob, ungefähr so ähnlich. Ja, so viel dazu, wie ich ins neue Jahr gekommen bin. Was könnte ich sonst noch erzählen? Ein Frosch. Nein, sorry, ich bin gerade ein... nicht runterfallen. Nein, sorry, ich bin gerade ein bisschen unkreativ. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch erzählen könnte. Doch, ich könnte euch noch erzählen, in den Osterferien geht's für mich wieder nach Kambodscha. Da freue ich mich riesig drauf. Mein großer Bruder ist nämlich gerade in... wieder geklatscht, verdammt. Klatschzähler, keine Ahnung wie viel. Ja, mein Bruder ist nämlich gerade unten in Kambodscha. Der macht da ein, beziehungsweise unten drüben ist irgendwo, für die, die nichts wissen, bei Thailand, Indien, so die Ecke. Also ganz, ganz da hinten. Und ja, da fliegen wir in den Osterferien hin. Ich glaube, das wird ziemlich episch. Weil mein Bruder ist da gerade. Der macht ein FSJ dort und den werden wir besuchen. Wobei, einen Nachteil hat's ja schon, dass die Jungs von Porkchop Media mich gepusht haben, weil jetzt kann ich ja deren Endspruch nicht mehr verwenden, weil... den habe ich bisher ja, also ich weiß nicht, die von Porkchop Media gekommen sind, werden es gemerkt haben, meinen schönen Schlussspruch. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Der war ein wenig geklaut von Porkchop Media und jetzt wo ausgerechnet die... mich erwähnt haben, kann ich ja schlecht weiter den geklauten Spruch von denen verwenden. Da muss ich mir wohl was Neues überlegen. Übrigens, Entschuldigung, im Vogelflug, der jetzt irgendwann am Wochenende kommen wird, da ist noch drin.
Ich werde mir aber danach dann was Neues überlegen, beziehungsweise ich werde ab diesem Video, mit einer Ausnahme, eben dem nächsten Vogelflug, einen anderen Schlussspruch verwenden. Ja, soweit von mir. Ja, neuer Vogelflug ist bereits aufgenommen, wie ich gerade schon sagte. Und wird wohl irgendwann so am Wochenende kommen. Irgendwann, keine Ahnung. Freitag bis Dienstag, sowas um den Dreh. Wenn ich ihn halt fertig geschnitten habe. Dann bleibt mir soweit nur noch zu sagen, The Case Man Like Stuff!